Ja, hallihallo, ich grüße euch. Freitagabend, noch ein bisschen Zeit zum Basteln. Ja, wer sich gewundert hat, warum da jetzt so ein paar Videos erschienen sind mit LED-Anfassen und Leuchten und bla bla. Das Ganze ist entstanden aufgrund dieses Aufbaus eigentlich, weil ich diese schönen China Dreifarb-LEDs mit vier Anschlüssen mal testen wollte und dabei halt bemerkt habe, dass da was Besonderes passiert. Ja, das sind also wie gesagt sogenannte RGB-LEDs, die können Rot, Grün und Blau darstellen, haben eine Ansteuerspannung so von ihrem Watt um die 3 Volt, knapp drunter, knapp drüber, je nachdem welche Farbe man haben möchte, die variiert nämlich ein bisschen. Ich habe hier auf dem Akku, ich kann mal gerade hier das voll den Supermesseisen nehmen. Muss ich euch wieder rauszoomen. Hm, 7,78 Volt. Ich weiß nicht, ob man es da drauf sehen kann. Ja, der Akku ist nicht mehr so der beste. Der Widerstand hier ist irgendwas mit Rot an dritter Stelle. Irgendwie grau-grau oder grau-blau, irgendwie sowas. Keine Ahnung, auf einer Grabbelkiste passt dafür. Ich mache das immer so Pi mal Daumen. Kommt jetzt auch nicht drauf an, ob es jetzt richtig hell leuchtet oder nicht, sondern einfach nur, ich möchte mal schauen, wie sind die Unterschiede zwischen den Farben und leuchtet es überhaupt. Und wenn es hinterher ein bisschen heller ist bei was anderem, dann ist das auch okay. So, ich werde jetzt hier mal das Licht ein wenig dezimieren. So, gucken, ob das geht. Sogar schon zur Hälfte die Kamera sein. Ne? Das ist jetzt blau. Nächste. Grün. Und nochmal. So, dann schauen wir mal, ob wir mehrere Farben hinbekommen. Das ist jetzt blau. Blau mit grün. Ich mache das einmal Licht aus. Also ich sehe, wenn ich reinschaue, von oben eigentlich mehr grün als blau. Also das ist wirklich unterschiedlich hell. Oh, jetzt bin ich rausgewandert, Entschuldigung. Das ist unterschiedlich hell, definitiv. So, jetzt gebe ich mal rot dazu. Jetzt sehe ich eigentlich nur noch rot. Ja. Ist wie im echten Leben, also rot leuchtet viel stärker. Bei gleicher Spannung. Das müsste man mal berücksichtigen, was da der Unterschied ist. So, wenn ich jetzt einfach mal mische und sage, ich habe die blaue mit rot dazu. Ja, rot überwiegt auf jeden Fall, keine Chance. Ja, so sieht das aus mit den RGB-LEDs aus China. Das war's dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Achso, kleiner Tipp noch. Da ist nichts runter. So.